Jetzt müssen wir hier erstmal weitermachen. Ich glaube, da gehören auch die ganzen Bücher rein wahrscheinlich, ne? Würde zumindest Sinn machen. Set verschiedener Bücher. 7 Stück. Jo. Na gut, das können ja theoretisch auch ihre Bücher sein. Nö. Vielleicht ist sie ja umgezogen. Oder sie hatte sie vorher schon und hat jetzt... Wollte jetzt renovieren und hat dann ihre Sachen rausgestellt und... Ja. Dupdi-dupdi-du. Erstmal alles hinstellen, dann kann man weiter gucken. So. Upp. Gleich geschafft. Sehr gut. Foto. Ist das das Foto? Bist du Foto Tabby Cat? Könnte sein. Und das hängen wir hier mal übers Sofa. Ja. Yuka XL. Da. Da ist die Yuka-Plansche. Jetzt müsste das eine Yuka sein. Possibil. Ja. Haustieruhr. Ist die da? Vielleicht sollte ich zuerst gucken, was ich dann noch brauche. So. Hängender Fernseher und langer Pelzteppich. Den Fernseher habe ich... Da! I found him. I found him. So. Dann stellen wir das vielleicht noch einen Ticken rüber. Na, komm mal hier aus dem Weg. Huch. So. Und langer Pelzteppich. Ja. Wo könnte hier ein Teppich... Bist du ein langer Pelzteppich? Du bist auf jeden Fall ein Pelzteppich. Ob du als lang zählst, weiß ich nicht. Können wir gleich feststellen. Ja! Wir haben das erste Zimmer fertig. Wuhu. Ich lasse ihr die Dinger da einfach mal liegen. So, als nächstes hier. Dup, dup, dup. Wahrscheinlich bleibt da auch wieder unfassbar viel übrig. Ist zumindest jetzt einfach mal meine Vermutung. Oh. Ach du meine Güte. Tatsächlich dauert es länger, wenn Leute zu viel selber machen. Ich habe jetzt gerade echt Mitleid mit jedem Handwerker, der irgendwann mal irgendwie in meinem Haus rumgurken wird. Ja. Ist dir warm, Schnucki? Kann das sein? Ich glaube, Wurzelchen ist warm. Zumindest mal meine Vermutung, so wie der hechelt. Und, hoch. Das wollte ich nicht. Das hier wollte ich. Hochkonzentrierte Arbeit. Und Wurzel sitzt daneben und guckt blöd. Läuft. Wird auch noch einer. Hopp, hopp, hopp. Oh, schon wieder leer. Ich wünschte, man könnte mehr als 10 Stück tragen. Keine Ahnung, dass du es hochleveln kannst, dass du wohl die starken Arme und so kriegst. Keine Ahnung, 15 oder so tragen kannst. So einen ganzen Stapel. Ja, cool, weil ein Stapel sind 15 Stück. Das wär's doch. Kaufst einen Stapel und kannst direkt einen ganzen Stapel aufheben. Hopp.
fertig. Die Dinger legen wir... Tun wir vermutlich nichts hin. Ich leg die mal hier zur Seite, vielleicht einfach. Gerade finde ich es ein bisschen blöd, dass ich die nicht stapeln kann. Wobei, nachdem der Raum da hinten fertig ist, kann ich die ja hier in die Türschwelle reinlegen. Und legen wir sie hier einfach mit dazu. Dann sind die Sachen wenigstens gesammelt. Hm? Jetzt so. Nee. So. Was soll denn hier in den Raum rein? Laminat ist verlegt. Küchenschränke, Küche, Esszimmertisch. Okay. Den Esszimmertisch hatte ich hier doch irgendwo schon hochkant gesehen. Da steht er. Mit dem Esszimmertisch wäre ich sogar hier hergestellt erstmal. Dann haben wir hier auf jeden Fall einen Küchenschrank. So. Ach, das sind gleich zwei Spielzeuge. Okay. Das Ding sollte auf jeden Fall hier in die Küche. Das Ding kommt da auch in die Ecke. Spülbecken. Ja, Schnucki. Du bist auf jeden Fall ein Bodenschrank. Müssen wir nämlich auch noch gucken, was ist Bodenschrank und was nicht. Hui! Ich glaube, das Spiel ist ein bisschen... Huch. Das Ding steht aber auch unfassbar praktisch. Immerhin, ich muss mir keine Farben aussuchen, weil die Farben sind ja schon festgeschrieben. Es ist zumindest eine Zeitersparnis. Naja, zumindest ein bisschen. Naja. Zeitersparnis geht dann stattdessen fürs Suchen drauf. Komm! Was schießt denn gerade los? Warum klippst du nicht? Jetzt. So, du auf jeden Fall auch hierher. Du Wurzel, du musst mir eigentlich nicht die ganze Zeit nachrennen, Schnucki. Weißt du was? Genau, setz dich mal hier ganz kurz her. Ja? Und warte den Moment. Ich glaube, der läuft schon genug. Was hierher? Ja. Perfekt. Was der müsste auf die andere Seite passen. Nämlich hierher. Ja, ideal. Stühle. Okay. Vielleicht ist das so gedacht, dass man den hier an die... Ja. Schnucki? Ich setze dich nur ganz kurz mal nach draußen, ja? Da kannst du da noch pinkeln. Oder Unkräuter jagen. Wie wär's damit? Hier. Viel Spaß. Du kannst hier die Unkräuter jagen. Denn ich glaube, es ist so gedacht, dass hier bei fünf Dingern einer an der Kopfseite steht. So. Und die anderen halt ganz normal an der Seite. Ist jetzt zumindest eine Vermutung und es passt auch ganz gut. Zop.
So. Was müssen wir denn hier noch gleich alles reintun? Mini-Kleiderbügel. Okay. Kleiderbügel. Ach du Schande. Was ist damit gemeint? Große Küche. Die beiden Klos. Ah, okay. Das hier ist im Deutschen ein Kleiderbügel. Ja. Genau das. Nennt sich Kleiderständer übrigens. Na egal. So. Ja, das darf ich da nicht herlegen, okay. Das lege ich hier hin. Und den Ball lege ich auch daher. Und die beiden Katzenklos hätte ich unter die Treppe drunter gestellt. Okay, es gibt zwei Teppiche. Aber schön, dass sie wenigstens aufeinander liegen. Gehe ich das zweite auch noch davor? Nebendran. Ja, perfekt. Absolute Privatsphäre für die Katzen. Doppelter Fressnapf. Wo ist denn der? Ja. Okay. Stell ich vielleicht mal hierher. Upp-di-du. Diese Musik lullt gerade irgendwie ein bisschen ein. Oh Gott, ist die Dose cool. Ich glaube, ich habe sie falsch rumstehen. Ich habe jetzt gerade erst gesehen, dass da Öhrchen sind. Das heißt, eigentlich müssen die Dinger so. Das ist jetzt vielleicht nicht die Idealposition zum Fressen für eine Katze, weil sie mit dem Rücken in den Raum reingeht. Ich weiß gerade ehrlich gesagt auch nicht, wo ich sie anders hin tun sollte. Und ich freue mich drauf, wenn Wauzi mir tatsächlich dann hier helfen kann. Das wird dann richtig cool. Dann machen wir mal hier den Unkraut. Krautsalat. Jetzt habe ich Lust auf Krautsalat. Und. So. Alles weg. Tschu, tschu, tschu. Das Geräusch ist irgendwie lustig. 88, da sind noch welche. Ich eile, ich eile. Aber ich glaube, dafür brauchen wir jetzt hier tatsächlich keinen Rasen mehr. So, fertig. Aber die Dinger darf ich nicht wegräumen. Oh. Auch wenn es Müll ist, aber... Darf ich nicht? Oh, okay. Das heißt, ab in den ersten Stock. Da müssen wir jetzt die ganzen Sachen... Ja, das ist eine absolut sichere Konstruktion. Absolut safe. Alice sitzt und Hemmes rundert Nachttisch. Machen wir mal draußen vielleicht erstmal. Ich glaube, ihr gehört da hoch. Dupdi-dupdi-du. Wieder runter. Treppe wieder rauf. Ja, so ist der Lebenslauf. Das hat jetzt keiner gehört.
Und wenn, dann habt ihr es gleich wieder vergessen, ja? So. Hopp. Zwei Sitzkissen, einmal für die Katzen ein. Ich hoffe, die zwei vertragen sich, dann können sie sich einen teilen. Und ein Nachttisch. Wo ist hier ein Nachttisch? Da ist einer. Oder es sind zwei. Ich glaube eher, dass der da gemeint ist. Der wird zumindest oben dahin besser passen. Außen zirpen schon die Grillen. Die Grillen dann zirpen. Ja, perfekt. Kann ich hier wieder zumachen. Hier soll ich also pinseln. Stopp. Ich gehe mal davon aus, dass das mehr als genug Farbe ist. Nachdem unten schon so viel übrig geblieben ist. Oh, schon leer. Zup. So. Das war ein bisschen zu hurtig. Die Geräuschkulisse von dem Ding hier hat schon fast ASMR-Feeling. Na gut, wenn es eh schon hier steht, nutze ich es halt. Ja. So. Wobei es so auch geht. Ich habe ja lange Zombie-Arme. Notfalls schraube ich die... Ups. Nein. Ups. Okay. Nachdem er inzwischen die Decke machen kann, funktioniert das doch nicht so gut. Nun kannst du Wände streichen. Ja, nee, echt? Muss mir aber zuerst im Kopf kratzen. Diesen Fehler an dem Fenster, da ignorieren wir es einfach mal. Ups. So. Ja, man muss ja inzwischen echt mit dem enthusiastisch Streichen aufpassen. Sonst kleckert man. So. 92. Ah, da. Zwischen den Gitterstäben durch, das ist super. Jetzt. Weißt du was? Kann man die da raufstellen? Komm schon. No! Stelle ich sie ans Fenster. So. Ich stehe nämlich im Weg. So. Kann ich die verkaufen? Darfst es selber raussuchen. So. Das Bett, die beiden. Ah, und einer. Der große Kratzbaum. Okay. I know what I have to do. Nehmen wir mal erstmal das Bett mit. Wir tragen ganz alleine mit unseren Zombie-Kräften. Das hier nach oben. Machen wir mal so. Upp-di-dup-di-du. Darf ich die Dinger hier verkaufen? Ach. Ist erlaubt. Okay. Macht zumindest Platz. Die Dinger hier auch? Ne, die darf ich nicht verkaufen. Okay. So, dann nehmen wir mal den Monsterkratzbaum nach oben. So.
ist sogar von den Stämmen her dick genug, so wie das ausschaut. So, kriegen die Sitzplatz schön am Fenster. Heißt aber auch, dass ich die beiden hier verkaufen kann. We have Budget. Immerhin, 300 Euro. Schade, dass wir nicht wenigstens zwei Gegenstände tragen können. Das wäre cool. So, passt du hier noch zwischen rein? Augenmaß, sage ich nur. Augenmaß. Ach, schön. Alles war sehr, sehr hell, weil ich es auch sehr hell eingestellt habe, damit man was sieht. Aber dieses Zirpen der Grillen in der Nacht ist irgendwie schön. Ich glaube, das ist wirklich die schönste. Doch, das ist definitiv die schönste Umgebungskarte bis jetzt von allen Umgebungen, die es bis dato gab. Ich glaube, hier in der Nachbarschaft zu wohnen, ist richtig, richtig toll. Mal davon aus, dass das noch nach oben muss. Gut, es muss alles nach oben. Das heißt, ich kann es einfach so hochtragen. Uhu. Ich glaube, das sind die Nachttischlampen. Nachttischlampen. Jetzt. Verzeihung, falls ich zwischendurch ab und zu etwas verwaschen rede. Kriege ich aktuell leider Medikamente, die dich ein bisschen einschränken. Das ist ein bisschen nervig, wenn man die Kontrolle über seine Zunge nicht gut hat. So. Heißt, man muss sich konzentrieren, um noch deutlicher zu reden. Und das vergisst man dann so unterwegs die meiste Zeit. Oh, und das da ist... Was bist du? Ich glaube, ein Spiegel soll's... Ja, du bist ein Spiegel. Die Wanduhr ist die wahrscheinlich stehender Spiegel soll hierher. Sollst du hier überhaupt her?